Hallo, ihr Lieben, grüßt euch alle. Ja, ich wollte ja heute eigentlich kein Video machen, aber ja, einfach auf gestern. Ihr wisst ja alle, was gekommen ist. Ich muss ja so lachen, weil mein Mann sagte dann gestern, der hat sich aber lange Zeit gelassen. Ja, ich habe gestern Abend bis tatsächlich heute Morgen so viele Nachrichten bekommen über Menschen, die sowieso schon mit mir im Kontakt sind, aber die gesagt haben, genau das ist es, wovor wir solche Angst haben. Und ich kann das total gut nachvollziehen. Man hat erstmal ein total mulmiges Gefühl dabei und die Argumentation darin ist auch so geschrieben, dass du es eigentlich glauben kannst, wenn du die Symptomatik nicht kennen würdest, das eines Narzissten. Und ich kann total verstehen, dass die Menschen sich Sorgen machen, dass ihnen nicht geglaubt wird. Ich möchte aber jetzt mal, also ich bin ja normalerweise so, dass das Thema, was er denkt und wie er denkt, mir total egal ist. Aber ich möchte für euch einfach mal darauf eingehen. Ich möchte euch darüber mal was erzählen und vielleicht hilft euch das ein bisschen weiter. Es haben sich ja viele den Text durchgelesen. Wenn nicht, werde ich ihn euch jetzt noch mal vorlesen. Also, mein Ex-Partner hat gestern mir über seine Pseudo-E-Mail einen Text zukommen lassen, für die, die es einfach noch nicht gelesen haben, der sich auf meinen Zeitungsartikel, der heute in einigen Zeitungen erscheinen wird, ja, wo einfach darauf näher eingeht. Und das Problem ist einfach, dass er ganz, ganz viele Rechtschreibfehler hat, die er schon immer hat und auch absatzweise schreibt, so dass ich ganz genau weiß, wer das geschrieben hat. Und ja, ich lese es euch jetzt erstmal vor. Eigentlich sollte ein Zeitungsartikel doch stimmen, oder? Für mich hört sich das eher an als Werbung für die eigene Sache, für andere da zu sein, die das durchlebt haben, ist eine gute Sache. Also alleine schon die Ausdrucksweise, ja, muss ich nicht näher darauf eingehen. Nur hört sich das für mich wie eine Hasspredigt an und fragt euch selber, wenn ein Mensch nur schlecht redet, was es eigentlich nicht sein kann, dass es eigentlich nicht sein kann. Wenn man einen anderen Menschen als Peiniger und Narzisst darstellt, hört es sich eher danach an, darstellt, Ausrufezeichen, hört es sich eher danach an, als da viele Verletzungen waren und es ihm heimzahlen möchte. Also alleine die Ausdrucksweise, ihr seht, ja, das muss man einfach dann erkennen, wenn man diese Person kennt und der schon immer diese Ausdrucksweise hat. Was, so wie du es darstellst, nee, Entschuldigung, da bin ich jetzt falsch, genau, und nicht auf seine Verletzungen eingehst oder warum er so gehandelt haben könnte. Was, so wie du es darstellst, nicht der Wahrheit entspricht und du selbst an großen Problemen leidest. Und du aus Frust alles auf ihn schiebst, du sagst ja selbst, dass du auch nicht fehlerfrei bist. Er hätte dich nie umgebracht, das weiß ich zu 1000%. Und er hat dich und er dich verlassen hat. Er ist weiterhin im Mittelpunkt deines Lebens. Warum tust du dir sowas an, als mit der Vergangenheit Frieden zu schließen und weiter versucht zu schließen und weiter versuchst, sein Leben und Umfeld zu zerstören, zeigt, was du für ein Mensch bist. Gerechtigkeit, dass er seinen Sohn nicht sehen kann, er hat seine Strafe auf sich zusammen, groß wie Aufsicht geschrieben, genommen und seine Fehler eingesehen. Er hat sich mehrmals bei dir für seine Fehler entschuldigt und deine Geschichte weist Lücken auf. Punkt, Punkt, Punkt. Wer wissen möchte, was wirklich alles passiert ist, kann mich gerne kontaktieren. Ich weiß sehr vieles und er ist glaubhaft und ehrlich. Ich möchte diesen Konflikt, weil ich es nicht für richtig halte, nicht in die Öffentlichkeit zu ziehen. Verstehe ich auch nicht. Und erzählen, was da war und warum es einfach nicht nur zu Ende sein sollte, da du so auf Gott zählst. Gott ist barmherzig, er verzeiht. Es heißt, im Leben bekommt jeder seine Strafe zurück. Vielleicht ist es deine Strafe, dass du ihn nicht vergessen kannst. Und nach Rache und Vergeltung dürstest. Macht das ein Mensch, der im Reinen mit sich ist? Der an Gott angeblich glaubt,
Ein Kind, was seinen richtigen Vater vorenthalten bekommt. Und eines sei gesagt, er hat immer Rücksicht auf die Kinder genommen, weshalb er auch damals gegangen ist. Dein Kind wird ein anderer großziehen. Das waren deine Worte und noch viele mehr. Er könnte auch ein Buch über dich schreiben, nur möchte er dich einfach nur vergessen und was war. Deine zwei Ex-Partner mussten nach deiner Beziehung in psychiatrische Behandlung. Sitzen aber bei mir im Garten und essen mit mir an einem Tisch. Das ist echt geil. Und eines noch. Seine Liebe ist echt und aufrichtig. Wenn du sagst, was er alles getan hat, weiß ich, du warst nicht besser. Wie gesagt, er hat mir alles aufgeschrieben, was du ihm angetan hast. Wer im Glashaus sitzt. So, das war der vollständige Text. Also ihr habt gesehen, ich muss an ganz, ganz vielen Punkten lachen. Als meine Kinder eben gerade das gehört haben mit, er hätte immer die Kinder geschützt, hat mein Sohn nur zu mir gesagt, ja, er hat mir eine reingeschlagen. Somit hat er mich geschützt und meine Tochter hat auch gesagt,